Let's Play Fallout 3. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir müssen den Kommunikationsschlüssel beschaffen. Und... okay. Das ist nur ein Museum. Nur ein Museum. Die Vault-Version. Ich mag das düstere, die düsteren Vaults hier. Ich finde das irgendwie viel cooler. Ich bin schon gespannt, wenn wir dann... war jetzt leise. Ich freue mich schon, wenn wir mal wirklich dann draußen einen Vault finden. We'll be there. Habe ich natürlich an der Stelle noch vergessen, die Mod zu installieren, wo ich mal erwähnt habe mit dem Fadenkreuz. Also mit Kim und Korn. Das wollte ich noch tun. Muss ich mal gucken, dass ich dann nach der Aufnahmesession dran denke. Oder vielleicht mache ich auch kurz eine Pause dazwischen. Hallo! Ist da jemand? Nein, niemand da. Delta X-Rakete. Ach, whatever. Sollen wir noch weiter? Hab ich. Ach, da! Wird mal wieder Zeit für ein Stimpack. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht hier oben irgendwo ist. Kann ich nicht rein, shit. Dann kann ich mir vorstellen, dass es doch nicht hier oben ist. Dann haben die das vielleicht da unten irgendwo. Oh, mir juckt gerade die Hand. Ich muss unbedingt schnell kratzen. Das ist schlimm. Ah. So. Was hast du dabei? Das chinesische Sturmgewehr ist eigentlich ganz gut, oder? Oh, das haben wir auch ein paar Schuss dafür. Gab es ja auch als Mod für Fallout 4, fand ich aber ziemlich scheiße, das Ding. Vielleicht für einen Spielanfang oder so. War es ganz nett. Sollen wir noch weiter? Oh! Das sieht doch schüsselig aus. Oh oh. Oh oh. Nicht. Ist es das? Abmontieren. Jawohl, wir haben's. Wir haben's. Was hattest du denn da dabei? Eine M60? Willst du mich verarschen?
Okay, Licht hatte ich schon an. Oh, ich brauche wieder ein Stimpack. Kann ich hier auch irgendwas tun? Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung hat der Mensch einen unstillbaren Hunger nach dem Wissen des Universums. Um zu verstehen, was an diesem unbekannten Lebensraum um unseren Planeten herum so interessant ist, müssen wir... Während der Vorstellung Fresse halten. Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung hat der Mensch einen unstillen. So, ist das dabei? Ist das dabei? Ich dachte, ich komme hier raus. Außerirdische Fakten über das Weltall. Der Planet Jupiter ist größer als 1000 Erden. Achso, ich dachte, jetzt kommt hier irgendwas Geiles oder so. Jetzt muss ich den Ausgang wiederfinden, denke ich. Ist mir eigentlich genauso voll sicher, wenn man eine Powerrüstung trägt wie in Fallout 4. Also so sturzsicher, hat man das genauso? So, ich glaube, da hoch muss ich das bringen. Hat er nicht gesagt, Washington Monument ist es nicht, das da? Oh, jetzt zieht's aber. Kommt ein bisschen Schnee. Ja, kommt doch gleich auch hin. Ah, oh Gott, der hat... Oh, shit. Das da vorne ist da Bruderschaft? Ist da die Bruderschaft? Tatsächlich. Brotherhood. Ich fühle mich safe. Servus. Okay. Anscheinend kommen keine Meldungen mehr aus der Siedlung. Bewegung, Ödländer. Ich möchte gern rein. Hier gibt es für Außenstehende nichts zu sehen. Mit der Karawane zu treffen. Und alle Versuche der Kontaktaufnahme wurden ignoriert. Dankeschön. Könnt ihr mal vorbeischauen und sehen, was gerade abgeht. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Freedom. Hier sieht man es halt dann wieder deutlich an den Texturen, dass er da schon ein bisschen älter ist. Aber ist wurscht, ich finde das Spiel sieht richtig gut aus. So, muss ich das hier machen?
Mit Three Dog über Papa reden. Juhu! Wir noch mehr. Aber ich glaube, ich werde einfach mal schon eine Stunde schlafen. Und kann ich von hier aus schnell reisen oder muss ich herausgehen? Weltkarte. Ah, es geht. Sehr schön. Bin mal gespannt, was er über Papa so weiß. Verdammt, wir haben ihn verloren. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo er war. Nee, hier war er nicht. Genau. Drei Hund. Wo ist er denn? Drei Hund. Wer ist denn das? Three Dog. Schläft. Aufstehen. Klasse Arbeit. Echt klasse Arbeit. Hey, so eine Überraschung. Der Held des Ödlands ist wieder da. Danke, Three Dog. Ich bin froh, dass ich dem guten Kampf helfen konnte. Hey, wir müssen uns bei Ihnen bedanken. Sie haben den Tyrannen einen schweren Schlag versetzt. Endlich wird die Stimme von GNR wieder im ganzen Ödland der Hauptstadt gehört. Und Eden und die Muties haben wieder was zum Knabbern. Aber bevor ich mit meiner Arbeit weitermache, soll ich Ihnen doch sicher noch etwas über Ihren Vater erzählen. Bitte, er fehlt mir so. Hey, wischen Sie sich die Augen aus. Versprochen ist versprochen. Sie bekommen, was Sie wollen. Als Ihr Vater hier durchkam, haben wir uns ziemlich lange unterhalten. Er ist ein echtes Stehaufmännchen. Er redete irgendein wissenschaftliches Zeug, das für mich keinen Sinn ergab, und erwähnte ein sogenanntes Projekt Purity. Er hat auch etwas davon gesagt, Dr. Lee in Rivet City besuchen zu wollen. Danach ist er schnell aufgebrochen. Wo ist denn Rivet City? Noch nie was von Rivet City gehört? Unglaublich. Einfach nur... unglaublich. Naja, ein paar Leute taten sich zusammen und verwandelten einen gestrandeten Flugzeugträger in eine Stadt. Ziemlich cool, was? Folgen Sie einfach dem Fluss Richtung Süden. Dann können Sie die Stadt gar nicht verpassen. Wie läuft's jetzt, wo der Strom wieder da ist? Unglaublich, die Liebe, die mir die Leute im Ödland entgegenbringen. Seit die Stimme von GNR wieder zu hören ist, sagen mir die Typen im unteren Stock, dass wir mehr Hörer als je zuvor haben. Es ist genauso, wie ich es mir gewünscht hatte. Okay. Wenn Sie einen Unterschlupf brauchen, kommen Sie doch zu uns. Auf uns können Sie zählen. Alles klar. Aber ich bin jetzt mal gespannt auf Rivet City. Eine Stadt, die aus einem alten Flugzeugträger gebaut worden ist. Wie geil hört sich das denn an? Project Purity haben wir ja ebenfalls gehört in Fallout 4. Sehe ich Sarah Lyons noch da? Frau Lyons. Willkommen in der GNA. Wie kann ich helfen? Kann mich jemand in der Zitadelle im Tragen von Power-Rüstung trainieren? Ah. Paladin Gunny kann sie trainieren, aber sie brauchen zuerst die Genehmigung des ältesten Lyons. Sie finden ihn meistens in der Nähe des Labors. Ah ja, natürlich. Ich weiß nicht mal, wo das Labor ist. Das ist aber dann echt komisch. Wie kann ich helfen? Das ist aber echt komisch, dass ich dann die Rüstung tragen kann. Machen wir es mal so. Kampfrüstung. Ne? Ja, auch ganz nett. Machen wir es so.
Es kann sein, dass es vielleicht irgendeinen Mod mit drin hat, der das aber nicht angegeben hat, der das vielleicht irgendwie durch Zufall freischaltet, ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls keine Runde geladen, der das so angibt, das zu machen. Der B-Mod zuckt noch. So, mal aufs Kärtchen gucken. Ich port mich da mal hin und dann gehe ich den Fluss entlang nach Rivet City. Ich bin ja gespannt, wo es dann mal so ein paar Nebenquests gibt und so Zeug. Weiß ich, gucke ich mich da gerade zu wenig um oder gibt es da noch nicht so viele? Kann man eigentlich gar nicht vorstellen. FN Fall. Sieht genauso aus wie ein Sturmgewehr. Da, ich dachte mir doch, da drüben waren doch vorhin noch Supermutanten. Sacksäue. Die Farben wirken dann teilweise auch wieder ein bisschen arg greller, oder? Oder auch so der Unterschied, da drüben also schwarz und hier ist alles so weiß. Gott, bist du ekelhaft. Da vorne. Ach, ich glaube, das ist ein Meyer-Lurk. Die sehen ja hier noch so aus. Also sehen eigentlich schon ein bisschen ganz anders aus. Oder ist es ein Meyer-Lurk? Ich glaube ja. Und da kommt er auch schon. Und da war er auch schon. Ja, die lassen wir mal. Scheiß Red-Kakerlaken. Tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Ich habe jetzt auch immer noch nicht geguckt, wie man hier Dukovs Wohnung. Keep your weapons holstered or get shot. Schauen wir doch mal zum Dukov rein. Oh, sind wir. Mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Super, jetzt habe ich die. Sie brauchen einen Drink. Jerry, ich bin am Verdursten hier. Das sieht aus. Wer ist das Mädel da? Warum hat sie nichts an? Jerry ist mein Spielbübchen. Die hängt mir gerade im Gesicht rum. Ich liebe mein Jerry-Törtchen die ganze Nacht lang. Ich mag es, wenn sie halb nackt rumläuft. Mir wäre es ja am liebsten, wenn sie splitternackt wäre. Aber sie sagt, dass sie dann friert. So, those girls are just your whores? Hey, passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Clown. Ich zahle Ihnen nichts. Sie kümmern sich um mich und darum kümmere ich mich um Sie. Wir kümmern uns die ganze Nacht lang umeinander. Blöd, Mann. Hey, kann ich was von dem Fusel haben? Bitte sehr. Nehmen Sie sich einen aus dem Schnapsschrank. Leuten ohne Drink in der Hand vertraue ich prinzipiell nicht. Das brauche ich nicht. Natürlich vertraue ich auch niemandem mit einem in der Hand. So, was ist das hier für ein Ort? Das ist mein Versteck. Hier kann mir keiner was. Ich habe meine Weiber und meinen Alk. Was zum Teufel sollte ich sonst noch wollen? Was machst du hier? Fressen, saufen, furzen und bumsen. Hier draußen gibt mir niemand auf den Sack.
Ich kann tun, was ich will und mit wem ich will. Ich gehe besser, bevor ich Kopfschmerzen bekomme. Sie müssen mehr trinken. Oh, ich muss weg von dir. Hübsch. Hallo, Hübscher. Ich bin Cherry. Kann ich was für dich tun? Does he pay you for this? Natürlich. Warum sollte ich mich sonst um den alten Sack kümmern? Du glaubst doch nicht, ich wäre in den Mistkerl verliebt. So, what's the deal with Dukov? Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich hier sicher bin. Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen. Zieh ja keine Waffe in seiner Nähe, sonst knallt er dich sofort ab. Und er ist echt gut. Verdammt, ich wünschte, ich hätte auch ein Haus wie dieses hier. Du bist ein Schwein, weißt du das? Ich bin nur hier, weil ich bei ihm sicher bin. Er ist viel härter, als er aussieht. Allerdings weiß ich nicht, wie lange das noch genug sein wird. If he's bad, come with me, I'll protect you. Warum zum Teufel sollte ich dir vertrauen? Nee, ich schätze, du musst einfach mit deinen Entscheidungen leben. Hey, das ist mein Leben, also verpiss dich. Auf Wiedersehen. Pass auf dich auf, Zuckerschnäuzchen. Hallo, Großer. Hallo, Kumpel. Ich bin Fantasia. Was kann ich für dich tun? So einiges. Wer sind Sie und wieso sind Sie in diesem Aufzug? Duki will nicht, dass ich viel anziehe. Er sagt, das hält doch nur auf. Wie ist dieser Typ Dukov so? Er ist okay. Er kann sogar richtig lustig sein. Und er weiß, wie man ein Mädchen fertig macht. Vor allem bin ich hier sicher. Wenn ich du wäre, würde ich keine Waffe ziehen. Nicht mal, um sie ihm zu zeigen. Da flippt er sofort aus. Und lass dir nicht einfallen, mit ihm um die Wette zu schießen. Er ist echt gut. Er hat's gut hier. Ich bin nur zum Spaß hier. Er kann gut mit Knarren umgehen und weiß, wo man Alk herbekommt. Das ist, nun ja, Dukovs Wohnung. Er lebt hier. Er macht nicht viel anderes als trinken und feiern. Bis später. Tschüss, Schätzchen. Es juckt mir ja so in den Finger, eine Waffe zu ziehen. Schauen, ob man hier irgendwas Cooles finden kann. Der Alk geht uns aus. Irgendwann nächste Woche wird du könnte klauen. Hoffentlich geht uns der Alk nicht aus. Ich glaube nicht, dass ich das nüchtern tun kann. Wenn du dir deinen Unterhalt verdienen willst, musst du mich glücklich machen. Hey, passen Sie auf! Weißt, was mich glücklich macht, Baby? Duki, du schlimmer Junge. Später habe ich ganz was Besonderes für dich. Duki, du hast versprochen, mich zum Einkaufen nach Rivet City zu bringen. Vielleicht nächste Woche, Baby. Wir haben genug Schnaps, um eine Weile über die Runde zu kommen. Nur das zählt. So ein Ekelbotzen. Wenn ihnen hier lebt, was darf es denn sein? Kommt sonst noch was? Nee. Sehen Sie zu, dass Sie die Tür nicht am Arsch... Was darf es denn sein? Ah, nix. Sie müssen mehr trinken. Mag den irgendwie nicht. Kann ich erschießen den. Ich halte es einfach nicht aus ohne. Ich muss jetzt die Waffe ziehen. Ich muss es ausprobieren. Mal schauen, ob es wirklich durchdreht. Und? Hey, lassen wir uns zulaufen. Was darf es denn sein? Wie wäre es mit einem... Macht er gar nichts. Sie müssen mehr... Was darf es denn sein? Hallo, ich rede doch gar nicht mit ihm. Sie müssen mehr trinken. Er mochte gar nichts, ich hab die Waffe gezogen. Ab, Schätzchen. Immer noch da? Okay, war aber ganz nett zum Gucken. Schön diese kleinen Sachen, wo man so finden kann.
finde diese die Soundkulisse hier mit dem Wind, der hier so durch die Häuser pfeift und so weiter, finde ich echt cool. Macht einiges her für die Atmosphäre, finde ich. Raider? Raider. Dabei hat sie wieder so eine schöne Frisur gehabt. So, was haben wir hier noch? Alles nehmen, natürlich. Ment jetzt her damit. Ja, jetzt habe ich den gelootet. Blödsinn. So, ich hoffe in Rivet City, wenn wir dann sind, haben wir auch ein paar schöne Händler, wo ich mir vielleicht ein paar Sachen kaufen kann. Und vor allem Stimpaks. Ich brauche wieder Stimpaks. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie so Grafikmods, so ein doch schon älteres Spiel, jetzt ein paar Jahre alt, wie die das wieder so hinbekommen. Wer bist du denn? Hallo. Hallo. Bieten Sie irgendwas zum Verkauf an? Ich habe ein paar Dinge. Kann sie besser verkaufen, als sie den ganzen Weg nach Megaton zurückzukarren. Okay. Stimpaks, aber keine Stimpaks. Wie das möglich ist, wollt ihr wissen? Der Kleine aus Vault 101. Der Junge hat unsere... Bis später. Ah, Three Dog. Was sagt ihr dazu, Leute? Ab jetzt ist Schluss mit Rauschen aus dem Radio. Stattdessen gibt's allerfeinste Musik. Also lehnt euch zurück und genießt. Na cool, da hat er uns jetzt gerade erwähnt, dass wir das mit der Schüssel gemacht haben. Francis ist eigentlich voll das Gegenteil von Three Dog. Also Francis. Francis hieß er nicht Francis? Ah, hässliche Zentaurenbotzen. Oh Gott. Fuck. Oh Gott sei Dank habe ich den. Ich hatte doch auch eine Minigun, oder? Ich hatte eine Minigun. Aber was hatte der denn noch für eine Waffe? Das war irgendwie... Die reden auch ein bisschen intelligenter als die Supermutanten aus Fallout 4. Ich hatte mich vor einiger Zeit eigentlich mal über die ganzen Supermutanten informiert und so. Aber ich weiß nicht mehr, was es mit denen aus DC auf sich hatte, aber das finden wir noch raus. Ich glaube, das hatte mit einem Vault zu tun. Doch, der hat eine Minigun. So, was steht hier? Sind wir schon da in Rivet City? Ich kann es nicht lesen, es ist so grell. Ah, da vorne, das ist doch Rivet City.
wieder ein kleiner, sicherer Haufen. Da gehen wir jetzt noch hin und dann ist die Folge auch schon vorbei. In der nächsten Folge gibt es dann mal große Stadterkundung. Ich finde, die Zerstörung selber hier ist auch noch einmal um einiges größer als das, was wir so aus Boston kennen. Die ganzen Ruinen hier, das wirkt alles viel, viel gigantischer irgendwie. Und ich mag es sehr gern. Also es gefällt mir vom Zerstörungsgrad hier echt super. Ach. Ich habe aber auch einen Dusel hier. Schauen wir, vielleicht kann ich die irgendwie umgehen. Also Supermutanten sind hier schon die Macht in DC, wie es aussieht, ne? Die sind überall. Die dummen Penner. Ich muss auch laden. Schnell, lass mich looten. Wer schießt denn da noch? Ach, da. Wer denn jetzt wieder? Von wo? Glaubt es mir? Ich sehe es nicht. Ach, der da oben. Komm ich mal. Ah, Rivet City, da oben steht schon. Rivet City. Schauen wir nochmal schnell zu dem fahrenden Händler her. Entdeckt, Rivet City. Ach, das ist ja der stand auch schon vor. Der stand auch schon vor Megaton. Okay, wir sind am nächsten Ziel unserer Reise angelangt. Rivet City. Und da gehen wir dann erst morgen rein. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.